Istanbul, die Stadt auf zwei Kontinenten im März 2015. Wer schon einmal hier war, kennt sicher die Sultan Ahmed oder auch die Blaue Moschee und die benachbarte Hagia Sophia. Wenige Meter von diesen beiden Monumenten entfernt befindet sich die Zisterna Basilika, oft auch versunkener Palast genannt. Der Name stammt aus der Zeit, in der hier eine große Basilika stand, die heute nicht mehr erhalten ist. Hinter einem recht unscheinbaren Eingang steigen Sie über einige Treppen in Istanbuls Unterwelt hinab. Es ist die einzige Zisterne der Stadt, die dem öffentlichen Publikum zugänglich ist und zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählt. 20 Lira bzw. 8 Euro kostet der Eintritt. In den Jahren 532 bis 542 wurde dieser Wasserspeicher errichtet. Säulen, die bis zu 8 Meter hoch sind, tragen das Ziegelsteingewölbe, welches 138 Meter lang und 65 Meter breit ist. Aus dem Hochland, 20 Kilometer westlich von Istanbul, wurde das Trinkwasser über zahlreiche Viadukte hierher geleitet. Ungefähr 80.000 Kubikmeter dienten der Wasserversorgung des kaiserlichen Haushaltes. Entdecken Sie die zwei Medusenköpfe, die an zwei Säulen, versteckt in einer hinteren Ecke der Halle, zu bewundern sind. Die Medusa entstammt der griechischen Mythologie. Es war ein Ungeheuer mit weiblichen Gesichtszügen. Das Wasser ist etwa 40 cm tief und wird gern genutzt, um Münzen, die dem Glück dienen sollen, hineinzuwerfen. Mit einem speziellen Mörtel isolierten Mauern erreichen eine Stärke von 4 Metern. Besuchen Sie diesen mystischen Ort, der eine kühle und ruhige Abwechslung in einer der schönsten und lebendigsten Städte der Welt bietet. Caridio Image und Eventfilmproduktion.